Nahrung geholt. Die Wildschweine haben Problem. Im Sommer haben sie reich gedeckte Tische, gerade hier im Harzvorland, Thüringer Becken, Riesen, Mais- und Weizenschläge. Da sind sie geschützt vor Jägern, können sich dick und satt fressen. Und jetzt sind die Äcker abgeerntet, dann geht es zurück in den Wald. Normalerweise finden sie dann Bucheckern und Eicheln. Aber dieses Jahr gibt es keinen Samenanhang an den Bäumen. Die haben nicht geblüht. Und da ist Schmalhans Küchenmeister. Ja, und dann suchen sie eben tierisches Eiweiß auf Wiesen zum Beispiel. Und so ein Sportplatz, das sieht man hier, der scheint dann besonders einfach durchzuführen zu sein. Und das haben sie gemacht. Für den Sportplatz sehr schlimm, aber für die Wildschweine logisch und verständlich. Schweine, das alles angerichtet haben? Also nach Fährtenlage, nach den Spuren sind das 6, 7 Wildschweine. Mehr waren das wohl gar nicht. Das ist eine junge Bache, eine einjährige Wildschweinmutter mit 4, 5 noch sehr kleinen Frischlingen. Und zu verhindern, dass das nochmal passiert? Ja, Wildschweine sind geruchsorientierte Tiere. Man kann also versuchen, mit Haaren die Zugänge zu verwittern. Die einzig wirklich sichere Methode ist ein Elektrozaun, den respektieren sie, andere Zäune respektieren sie nicht, ein Elektrozaun und damit das Gelände zum Wald hin absperren. Das funktioniert. Ja, also man sieht hier aufgrund der Spurenlage eindeutig, es sind Wildschweine. Hier sind Wildschweinspuren, Trittsiegel, wie der Jäger sagt. Dies ist das Trittsiegel, die Spur des Muttertieres, ca. 30 Kilo schwer. Und daneben sind ganz kleine Trittsiegel von den Frischlingen, die vielleicht 6, 7 Kilo, 10, 12 Kilo, mehr haben die auf keinen Fall, die hier den Schaden verursacht haben. Die suchen also nach Regenwürmern und die sitzen im Oberbodenbereich in der intensiv durchwurzelten Rasenschicht mit ihrem Gebrech, mit dem Wurf, mit der Nasenspitze, schieben die den Rasensoden zur Seite und suchen das Erdreich darunter nach Würmern, Erdschnakenlarven durch und finden so ihr täglich Brot. Für uns wäre das eine sehr anstrengende Arbeit. Die Wildschweine sind mit ihrer Nackenmuskulatur darauf ausgelegt, deswegen können sie eben auch jeden Zaun hochheben. Das ist einfach so. Was ärgert einen dann schon? Woher kamen denn die Wildschweine? Also wir vermuten, dass sie an dieser längs dieser Linie des Zaunes, unterm Zaun durch diese Heringe, die wir da reingeklopft haben als Notmaßnahme, Sie sehen, der ist schon wieder rausgezogen, der Hering, wo diese Tiere durch wollen, kommen sie durch. Das haben wir also vom Förster gehört. Da kann man nicht viel machen. Als erste Maßnahme will man in dem benachbarten Wald diese Nacht oder nächste Nacht ansitzen, um eventuell zu schießen. Das weiß ich aber nur eben vom Hörensagen jetzt. Was wir dann machen können, auf Anraten des Försters, ist uns einen Elektrozaun zu besorgen, der dann rund um den Platz aufgestellt wird. Da müssen wir uns natürlich erstmal erkundigen, was kostet das, um dann, wenn wir den Zaun aufgestellt haben, die mit den Belegungsmaßnahmen zu beginnen. Stück für Stück, ganz langsam. Und wir hoffen, dass eben nicht so früh Frost kommt in diesem Jahr, sonst haben wir schlechte Karten. Ganz schlechte Karten, denn dann wird alles knüppelhart oder frosthart und dann kann man nicht mehr weiterarbeiten. Das sind also die ersten Maßnahmen, die wir so vorhaben. Genau, sehr schön. So, kurze Besprechung. Wie ihr seht, ihr könnt ja unseren Platz hier sehen. Guckt mal hin. Sieht ja nicht gerade gut aus. Nee, deswegen müssen wir beim Training heute ein bisschen was anderes machen. Wir können leider nicht so gut spielen, wie wir es sonst immer machen. Wir nehmen uns gleich einfach ein bisschen die Bälle.
Jeder nimmt sich einen Partner, das heißt jede Gruppe dann einen Ball. Dann stellen wir uns so 2-3 Meter gegenüber und passen uns erstmal ein bisschen den Ball zu. Dann machen wir noch ein bisschen Laufen und am Ende machen wir ein kleines Spielchen. Wird ein bisschen schwer, aber das machen wir hier, ne? Okay, dann nimmt sich jeder einen Partner. So, hi Jungs, schön, dass ihr gekommen seid und natürlich Mädels. Wie ihr seht, der Platz sieht ja nicht besonders gut aus, ne? Deswegen können wir heute nicht so ein tolles Training machen. Wir versuchen es trotzdem. Wir stellen uns gleich, also jeder nimmt sich erstmal einen Partner. Sucht euch schon mal einen Partner aus, genau, wen ihr nehmt. Dann stellt ihr euch gegenüber mit dem Partner. Jeder am besten einen Ball. Stellen wir uns schön gegenüber und spielen uns den Ball ein bisschen zu. Wenn wir damit fertig sind, machen wir noch ein paar Laufeinheiten und dann machen wir ein kleines Spielchen hier. Wir haben ja nicht ganz so viel Platz, aber wir versuchen, um die Löcher so ein bisschen drumherum zu spielen. Okay? So. Super, genau. Und jetzt wieder rüber spielen. Sehr schön. Genau. Und wieder annehmen. Super. Aber wie findest du das denn? Sehr doof, dass die Wildschweine unseren Fußballplatz zerstört haben. Das ist das Besondere. Ja, also man kann nicht über die Hügel spielen und man muss immer die Bälle aus den Löchern holen. Wie ist das für dich? Findest du das? Ich finde das lustig. Also, dass man da die mehr Zeit verbringen kann hier. Und dann besser spielen kann, also nicht so gut spielen kann. Mehr üben kann. Warum? Ist eigentlich nicht so toll. Man könnte sich ja auch vielleicht im Loch hängen bleiben. Das ist richtig blöd. Man könnte sich auch im schlimmsten Falle ja auch ein Bein brechen. Wie der Platz jetzt so aussieht. Naja, blöd. Wir können fast nicht mehr trainieren. Man kann sich auch das Bein brechen, wenn man da hängen bleibt. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir hier nicht mehr Fußball spielen können, wenn die Wildschweine hier noch mehr verwüsten. Die Wildschweine haben hier sehr viel zerstört und weil wenn man hier stolpert, kann man sich auch sehr verletzen. Das ist halt auch gefährlich, hier Training zu machen. Man kann auch nicht richtig schießen. Das gibt ja Probleme beim Training. Wütend? Ja. Ich hoffe jetzt, dass das hier so schnell wie möglich alles repariert wird, dass wir wieder spielen können.